Okay, Freunde, wir sind da im Tierpark Berlin. Hallo und herzlich willkommen zu einem erneuten Video. Und heute wird's tierisch wild, denn heute machen wir mal eine Tour durch den Tierpark in Berlin. Dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß und jetzt geht's los. Oha, Triceratops gibt's auch. Oh Mann, das ist ganz schön traurig mit anzusehen, wie es den Eisbären hier geht. Kommen wir als nächstes mal zu den Elchen. Boah, schaut euch die mal an, wie groß die sind. Die Könige des Nordens. Ich habe sogar tatsächlich mal einen live in Schweden gesehen. Was mir auf jeden Fall hier schon jetzt nach den ersten Minuten aufgefallen ist, dass sich der Tierpark doch deutlich vom Zoo unterscheidet. Sowohl irgendwie in der Aufteilung als auch natürlich der Arten, die hier beheimatet sind, ist der Tierpark ganz, ganz anders. Deswegen, es lohnt sich auf jeden Fall, sowohl in den Zoo zu gehen, als auch in den Tierpark. So viel kann ich euch jetzt schon mal sagen. So, na dann schauen wir mal, was wir bisher gesehen haben. Also, wir haben bereits die Eisbären gesehen und die Elche und dort befinden wir uns jetzt. Das bedeutet, wir kommen bald ins Regenwaldhaus zu den Tigern. Wir befinden uns auf dem richtigen Weg. Boah, schaut euch mal die ungarische Steppenrinde an. Was für Hörner. Und wer errät, um welche Tierart es sich hierbei handelt? Richtig, natürlich um den Kaukasus-Zwergebuch. Sieht man doch. Und wenn ihr mir nicht glaubt, hier habt ihr den Beweis. Rinder, Kühe, Schafe, Pferde, ist ja alles gut, aber wo sind denn die verdammten Tiger? Ich will die Tiger sehen. Ich dachte gerade, warum ist denn der hier so klein, bis ich gesehen habe, dass der einfach seine Beine komplett um 90 Grad abgeknickt hat. Und hier haben wir einen besonderen Schatz, und zwar ein europäisches Waldrentier. Was für ein wunderschönes Geweih. Ich sag's euch, Freunde, ich flüchte hier vor einer Kindergruppe nach der anderen. Unfassbar. Und jetzt haltet euch fest, ich habe jetzt was gefunden, was ich mir gerne mal in den Garten stellen würde. Eine Statue und so nach meinem Geschmack. Ein bisschen noch klein, also ein bisschen größer wäre schön, aber so vom Motiv her gefällt mir das schon ganz gut. Wow. Kleiner Lagecheck, wo befinden wir uns jetzt? Also, wir sind jetzt hier beim Regenwaldhaus angekommen, das bedeutet, die Tiger sind nicht mehr weit entfernt. Und dann gibt es ja hier auch noch Hyänen, wir haben Kängurus, Adler, Aras, wow. Und wir müssen auf jeden Fall noch zu den Fasanen und auch zum Reptilienhaus. Aber wo ist denn das? Ich sehe das jetzt hier gerade gar nicht. Natürlich den Schneeleopard müssen wir auch noch unbedingt sehen. Schaut mal, was mir hier auch gerade noch auffällt. Hier entsteht die modernste Elefantenhausanlage Europas. Ich bin sehr gespannt. Mit Fleisch bist du auf der richtigen Spur. Rund 60 Kilogramm Fleisch isst jeder Deutsche pro Jahr. Wow, das ist eine Menge Fleisch. Aber was genau hat das mit dem Verschwinden unseres Regenwaldes zu tun? Das sind auf jeden Fall beeindruckende Kletterkünste. Oh, boah, auch frech. Und hier haben wir den anmutigen, ebenso tödlichen Bluttüter. Wahnsinn. Und der grüne Laubfrosch ist natürlich auch mit dabei. Und hier hätten wir jetzt das Gehege des Sumatra-Tigers, aber diese sind ja zurzeit wahrscheinlich draußen, denn das Gehege ist leer. Seltene Schönheiten allerdings und halt auch leider vom Aussterben bedroht. Und schaut mal, Leute, ganz leise sein. Da hinten, da hält er sein Schläfchen ab. Boah, wunderschönes Tier, sehr majestätisch. Ich muss ehrlich gestehen, ich erkenne das hier alles gar nicht wieder. Ich weiß auch gar nicht, wann ich zuletzt überhaupt hier war. Aber das sieht alles so neu gemacht aus. Also wirklich, die haben ja richtig viel Geld reingesteckt. Und ja, ich glaube, das Leben der Tiere hat sich hier dadurch auch sehr verbessert. So, ich kämpfe jetzt hier durch den Dschungel und werde da oben auch schon vom Geier beobachtet. Aber keine Sorge, heute sterbe ich noch nicht. Coole Frisur. Und dort wird ordentlich geschlemmt. Aber die Krähen sind auch ganz schön gierig. Naja, ist ja wahrscheinlich auch genug für alle da.
Guten Appetit, Jungs. Hier sind auf jeden Fall auch schon mal Spuren im Sand. Und die gehören zum Sudan-Gepard. Wow. Ich hoffe, wir können ihn auch nochmal jetzt hier in echt sehen. Auf dem Bild sieht er ja auch schon sehr, sehr majestätisch aus. Und da hinten liegt er doch auch schon. Oh mein Gott, Leute, schaut mal, was ich hier entdeckt habe. Entenküken. Na, sind jetzt nicht unbedingt meine Lieblingstiere, dennoch aber sehr akrobatische Schwimmer. Und es handelt sich hier übrigens um den Brillenpinguin. Und ich sag's euch, diese Anlage hier mit den Felsen und den Booten, diesen Wegen, dem Sand, das gab's also nicht. Das ist natürlich für Kinder, wenn die hier einen Besuch in den Tierpark machen, wirklich ein Paradies. Und solange wir hier sind, möchte ich auf jeden Fall noch den Schneeleopard finden. Dann möchte ich noch die Pelikane sehen. Und wir müssen herausfinden, was aus dem Reptilienhaus geworden ist. Denn Krokodile zu sehen, ist auch jedes Mal wieder ein Highlight. Und hier haben wir dann auch nochmal die Statue vom Black Panther. Sei gegrüßt. Und jetzt machen wir uns weiter auf den Weg und suchen mal den Schneeleoparden. Ich bin sehr gespannt. Na toll, ich bin einmal im Kreis gelaufen. Ich bin jetzt schon wieder hier beim Regenwaldhaus. Oh Mann, irgendwo bin ich falsch abgewogen. Wir müssen es irgendwie schaffen, mal hier zu den Hunden da zu kommen, beziehungsweise zu den Hyänen. Dann die Dino World ist anscheinend gerade geschlossen. Die gibt halt nur zu bestimmten Uhrzeiten offen. Und ja, das Reptilienhaus habe ich jetzt immer noch nicht gefunden. Aber steht ja auch nicht. Wir haben das Affenhaus, wir haben den Giraffenpfad, die Kamelwiese, das Regenwaldhaus, aber mit Reptilien ist hier gerade gar nichts. Aber jetzt im Regenwaldhaus kann ich euch wenigstens noch mal ein paar andere Tiere zeigen, wie zum Beispiel hier diese Schildkröte. Boah, schaut euch die Schlange mal an, jetzt hier in Action. Und dabei handelt es sich um eine Neuendorfs Klettermutter. Und sie hat mich schon anvisiert. Der nächste Actionheld ist auch am Start. Und hier haben wir die mit ihren gelben Punkten sehr auffällige Mandarinennatter. Schaut euch mal das an. Da ganz oben. Da wird auch schön geratzt. Sehr schön. Es sei ihm gegönnt. Und bei diesem Tier handelt es sich um den Malaiinbär. So sieht er auf jeden Fall aus. Wie ein Schwarzbär, aber in dünn. Ich bin jetzt hier in der zweiten Etage und wir betreten den Dschungel. Boah, ist das heiß hier drin. Puh. Mitten im Dschungel in Berlin. Unfassbar, wie laut das ist. Da haben wir mal einen Vogel. Da unten Menschen. Die Fülle, wow, die hier rumrasen, die sind echt verflucht schnell. Man muss echt aufpassen, dass einem da keiner gegen den Kopf fliegt. Das ist der Wahnsinn. Ihr wisst nicht, wie das ist. Mir ist gerade wirklich fast ein Vogel ins Gesicht geflogen. Die sind hier so schnell unterwegs. Solche kleinen Vögel, die sich für die größten Düsenjets halten, die rasen hier rum wie sonst was. Wirklich, der ist so knapp an meinem Kopf vorbeigeflogen. Junge, Junge, man muss echt aufpassen. Und da könnt ihr jetzt auch noch mal ganz gut die Flughunde erkennen. Ich fühle mich wirklich wie bei Indiana Jones. Genau so ist es. Überall raschelt, zischt und kräht was. Das ist unglaublich. Ja. Ihr müsst in den Tierpark kommen. Das ist der Wahnsinn. Und hier haben wir jetzt die Krokodile, die ich bereits von oben gesichtet habe. Aber jetzt hier nochmal vom Nahen. Wow, wirklich perfekt angepasste Jäger. Wow. Der ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen größer als die anderen. Aber dennoch hatten die hier auch mal richtig große Exemplare. Die habe ich jetzt hier bisher noch nicht gesehen. Wer würde sich trauen, einmal jetzt da ins Becken zu springen? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich auf jeden Fall nicht. Wenn der dich einmal packt, boah, dann hast du auf jeden Fall sehr schlimme Verletzungen. Es raschelt und zischt dir an jeder Ecke. Unglaublich.
gehen wir mal hier diesen Dschungelpfad entlang. Wirklich, das ist wie im Urwald. Ich bin Indiana Jones. Hier wird auch fleißig gegessen. Guten Appetit. Oh, hier kommen schon die nächsten. So, Bräutigam und Braut, schätze ich mal. Wie dicht die einfach dran sind. Der ist gerade da hochgesprungen. Oh, habt ihr das gesehen? Man muss aufpassen, man muss jetzt schnell weggehen. Von jeder Stelle kann von oben was runterkommen. Es ist auch alles voll hier. Ich gehe schnell wieder weg. Boah, ich will wirklich nicht getroffen werden. Ich sag's euch, das Indiana Jones Fieber ist da. Muss ich hier wirklich durchkämpfen. Und schließlich am Ausgang haben wir dann auch noch mal das Terrarium mit der Königskobra. Mal sehen, ob wir sie finden. Aber ihr könnt mir nichts anderes erzählen. Das hier ist wie bei Indiana Jones. Unglaublich. Wo ist die Königskobra? Ich kann sie nicht sehen. Aber die können ja auch hier überall sein, also von daher. Also man kann ja von Zoos und Tierparks halten, was man möchte. Allerdings muss ich sagen, diese Anlage ist unglaublich gut gemacht. Die Tiere haben hier sehr schöne Gehege. Die haben sehr viel Geld in die Renovierung geschickt. So schön wie es jetzt ist, war es damals definitiv noch nicht. Deswegen muss ich sagen, ist das auch ein absolutes Highlight, wenn man mal nach Berlin kommt. Dann sollte man auf jeden Fall hier in den Tierpark gehen. Na, da bin ich doch genau richtig, hier beim Brezel Fritz. Willkommen am Raubtierhaus. Was Leckeres auf die Kralle. Fleischkäsebrezel, 4,90 Euro. Abgesehen vom Preis muss ich sagen, dass das absolut widerwärtig aussieht. Bah. Also das esse ich auf jeden Fall nicht. Na, schade. Hier gibt es aber nur diese Brezeln. Also schnell weiter, bevor hier die ganzen Kindergruppen, die jetzt hier gerade noch am Essen sind, sich auch auf den Weg machen. Denn uns fehlen ja tatsächlich noch einige Tiere. Wir haben die Hyänen noch nicht gesehen, Zebras haben wir auch noch nicht gesehen. Es gibt ja auch noch Giraffen. Also wir haben noch viel vor, deswegen jetzt schnell losgehen. Und ich würde sagen, wir laufen jetzt einfach mal dem vorbeifahrenden Tierpfleger hinterher. Der wird ja die Richtung kennen. Dieses Schild ist ziemlich vielversprechend. Gehen wir doch mal weiter. Und hier haben wir den Amur-Buntmarder. Da läuft er. Auch ein sehr schönes Tier, muss ich sagen. Mit dem Farbverlauf von Gold zu dunkelbraun bzw. schwarz. Schönes Tier. Und jetzt kommen wir zum Iberischen Wolf. Ich glaube nicht, dass man noch weiter rankommt, deswegen dieser Eindruck hier muss jetzt reichen. Jetzt legt er sich auch hin. Auch ein wunderschönes Tier und auch ziemlich groß. Und hier haben wir die laut kreischenden Flamingos. Auch fleißig beim Fressen. Aufmerksamkeit habe ich auf jeden Fall von ihm. Auch ein sehr schönes Gefieder. Schaut euch mal den Bart an, den er tatsächlich so hat. Wir befinden uns mittlerweile hier im Wariwald und müssen jetzt aber den Weg uns weiterbahnen hier mal zu den Raubvögeln, dass wir auch später hier noch zum Schneeleoparden kommen. Ja, ruh dich mal schön aus, Dicker. Da hinten wird auch geschlafen und da auch. Ist ja auch wirklich warm. Ich glaube, wir haben aktuell so in Berlin etwa zwischen 27 und 30 Grad. Oh, sie kommt sogar richtig dicht. Ah, bei der Hitze muss man natürlich auch erstmal was trinken. So, jetzt vielleicht noch eine kleine Runde schwimmen gehen. Oder doch nicht. So, dem Schild nachzuurteilen geht es da zu den Burgern, sehr verlockend. Aber wir wollen ja jetzt erstmal die Giraffen sehen. So, welchen Weg soll ich nehmen? Na, ist ja gar keine Frage. Hier natürlich den Indiana Jones Weg. Ach, die wackelt gar nicht. Schade. Aber da haben wir jetzt auf jeden Fall die Giraffen. Und dort sind die majestätischen Giraffen. Und
Ein kleines Kaninchen haben wir auch. Wer kann es erkennen? Ein Feini. Ich habe gerade echt einen Scheck bekommen, denn mein Mikrofon ist abgefallen. Ich dachte schon, es wäre verloren gegangen. Boah, Gott sei Dank nicht. So, nun sind wir bei den Berberaffen angekommen. So, schaut euch mal die Kollegen an. Boah, was macht der denn für Geräusche? Da oben wird fleißig gebrütet. Nachmieter gesucht. Die Anlage ist zurzeit nicht besetzt. Okay, kommt auf den Preis an. Wäre auf jeden Fall aber schon mal ein nettes Grundstück und das direkt im Herzen von Berlin. Schaut euch mal die Gazellen an, wie dünn die sind. Kommen wir nun zum Schwarzbüffel. Oh, was für ein Klopper. Guten Appetit. Ich kann es wirklich nur immer wieder betonen. Es macht so viel Spaß, hier rumzulaufen, spazieren zu gehen, die ganzen Tiere zu sehen. Die Anlage ist unglaublich schön, hier in der Natur zu sein. Und man macht tatsächlich ordentlich Schritte, weil das hier alles relativ weitläufig ist. Das gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Hier haben wir bereits schon die nächsten Tiere. Ich schätze mal, irgendeine Art von Eseln wird das sein. Und ja, wir müssen jetzt nur noch den Schneeleopard abhaken. Und dann haben wir, glaube ich, schon alle wichtigen Tiere gesehen. Mal sehen, vielleicht finden wir auch noch auf dem Weg zum Ausgang Kamele und dergleichen. Jetzt da vorne befindet sich auf jeden Fall erstmal noch das nächste Restaurant. Mal sehen, was es da gibt. Na, das sieht hier doch schon viel besser aus. So, Zeit fürs Mittagessen. Es gibt hier klassisch Berliner Currywurst mit Pommes. Leider nur mit einer Holzgabel, aber naja, geht nicht anders. Was glaubt ihr, was habe ich für diese Portion, die echt nicht groß ist, bezahlt? Richtig, 8,90 Euro. Machen wir den Geschmackstest. So, na dann, testen wir jetzt allererstes mal die Pommes. Nicht so knusprig, dafür schön gesalzen und innen drin richtig schön kartoffelig. Und hier ist auch ein bisschen mehr Gewürz drauf. Finde ich gut, dass die nicht nur gesalzen sind, sondern auch tatsächlich richtiges Pommesgewürz verwendet haben mit Curry Ketchup. Mmh. Sehr lecker. Testen wir nun die Currywurst. Ziemlich weich gekocht, gar nicht knusprig angebraten. Mit der Soße ist es okay, aber eine Empfehlung ist es nicht. Boah, hier ist schön viel Gewürz dran. Mmh. Die Pommes sind lecker, kosten einzeln allerdings auch 4,50 Euro. Ich esse jetzt mal eben auf und dann geht's weiter mit dem Video. Ich bin durch mit dem Essen und würde dem Ganzen so insgesamt eine 6 von 10 geben. Die Currywurst war wirklich nicht gut, die Currysoße ist lecker und die Pommes alleinstehend waren auch gut, allerdings natürlich mit 4,50 Euro pro Portion viel zu überteuert. Den Pommes würde ich so eine gute 8 von 10 geben, die waren wirklich lecker gewürzt. Und direkt neben dem Restaurant befindet sich das Tor zum Himalaya. Und schaut mal, was wir allein im Himalaya hier alles sehen können. Und da ist das Highlight. Der Schneeleopard. Also, jetzt rauf auf den Berg. Und jetzt machen wir noch mal einen kleinen Zwischenstand. Und zwar befinden wir uns jetzt genau hier an diesem Punkt. Das bedeutet, der Schneeleopard ist nicht mehr weit, Freunde. Wir werden auch hier von einem ziemlich großen Steinbock in Empfang genommen. Wir gehen jetzt weiter den Berg rauf. Irgendwo muss der Schneeleopard ja sein. Und wir befinden uns mittlerweile auf 2500 Metern Höhe. Nein, Spaß, natürlich nicht. Aber es geht hier auf jeden Fall schon gut nach oben. Ob man es glaubt oder nicht, es geht noch weiter nach oben. Aber jetzt, das muss er sein. Bis zum Gipfel. Weiter rauf, weiter rauf. Ich bin endlich angekommen beim Schneeleoparden, zumindest bei seinem Gehege. Aber leider ist er nicht da. Achtung, Filmzitat. Er will nicht gefüttert werden, er will jagen. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr bis hierhin geschaut habt, aus welchem Film dieses Zitat stammt. Immer weiter rauf. Ich bin jetzt schon höher als die meisten Baumkronen mitten in Berlin. Hey, Gipfelstürmer.
Geschafft. Ich bin ganz oben angekommen. Keine Zivilisation weit und breit. Naja, fast. Aber trotzdem unglaublich viel Natur hier in diesem gesamten Gebiet. Finde ich sehr gut. Himalaya in Manuel. So, wo ist er? Wurde wahrscheinlich auch schon vom Schneeleoparden gefressen. Und auch im Tierpark findet sich der sibirische Steinbock und die turkmenische Schraubenziege. Boah, schaut euch mal diese Hörner an. Ist ja irre. Auf der Kamera kommt es gar nicht so rüber, wie es in echt ist. Das ist wirklich sehr beeindruckend. Ja, jetzt könnt ihr mal die Ausmaße ein bisschen besser erkennen. Also, den möchte man nicht wütend machen. Auf jeden Fall haben wir auch direkt ein Jungtier hinter der Mutter dabei. So, auf dem Weg zum Ausgang kommen wir nochmal hier vorbei. Auch hier sieht man auch noch das Winterfell, was noch nicht ganz weg ist. Hier bei dem anderen Kollegen schon. Und das waren übrigens Moschusochsen für die Leute, die es nicht erkannt haben sollten. Ja, was anderes kann man bei der Hitze auch nicht machen. Hier habe ich auch noch einen Davidhirsch gefunden, der sich im Wasser abkühlt. So, schaut mal, wo ich jetzt angekommen bin. Hier bei der Gartenanlage und an diesem wunderschönen angemalten Haus. Und hieran kann ich mich tatsächlich noch erinnern. Denn hier hatten wir damals einen Ausflug mit der gesamten Familie begonnen. Zu Ostern war das. Und dann tatsächlich auch noch Ostereier gesucht. Und meine Oma ist ein bisschen vorgegangen und hat die Ostereier in Anführungszeichen versteckt. Sie hat die einfach nur so hingeschmissen auf die Wiese. Und wir waren alle ein paar Meter weiter hinten, natürlich als wir noch kleiner waren, und mussten dann die Eier aufsammeln. So, aber jetzt schaut euch das nochmal an. Das dürfen wir natürlich auf keinen Fall auslassen. Hier ist ein Schild von einem Brachiosaurus. Und da haben wir ja sogar schon einen. Jetzt schauen wir noch mal uns ein paar Dinosaurier an. Und kurz vor Schluss können wir hier noch mal einen Blick werfen auf den gewaltigen Brachiosaurus. 9 Meter hoch, wenn er sich aufrichtet. Wahnsinn. Und einen Stegosaurus haben wir hier tatsächlich auch. Quetzalcoatlus. Puh. Boah, gewaltig. Boah, schaut euch das hier an. Hier schlüpfen gerade die kleinen Dinosaurier. Haben wir ein Jungtier, 2 ältere Mayasaurier. Boah, haben wir hier auch noch einen. Sehr cool. Und hier haben wir noch 2 Velociraptoren. Auch hier. Oh mein Gott, habe ich mich erschrocken. Boah. Na gut, die Animatronik könnte natürlich noch besser sein, aber von den Sounds ist es auf jeden Fall krass. Alter, habe ich mich erschrocken. Ja, ist ja gut. Beruhigt euch, ich mache den Owen Grady. Die Hand ausstrecken und dann wird schon nichts passieren. Schaut mal, das habe ich gar nicht gesehen. Kinder können ja auch noch ein Skelett frei schaufeln. Das ist ja cool. Erinnert mich an die früheren Zeiten in der Talkshow. Wow. Cool. In der Talkshow konnte man immer noch Edelsteine und Haizähne ausgraben. Das war mein Erlebnis. Fossilien, wirklich. Damals eine große Leidenschaft von mir gewesen. Die Begeisterung hält bis heute an. Und hier haben wir sie endlich. Störche und die gefräßigen Pelikane. Und hier, meine Freunde, sehen wir jetzt 2 Parasaurolophusse. Auch Entenschnabelsaurier genannt. Glaube ich zumindest. Guck mal, wie viele Reiher da hinten stehen. Aber kommen wir jetzt mal hier zum nächsten Highlight. Und zwar haben wir hier einen Spinosaurus. Lange Zeit mein Lieblingsdinosaurier gewesen. Seit Jurassic Park 3. Der Spinosaurus. Den Kopf haben sie unglaublich gut getroffen. Die Zähne sehen sehr realistisch aus. Ja, ich würde sagen,
Der Körper ist ein bisschen zu lang gezogen und auch den Schwanz, weiß nicht, ob das so originalgetreu ist. Und das Segel sieht ein bisschen komisch aus, mit dieser Spitze da oben. Aber wer weiß, vielleicht hat er tatsächlich so ausgesehen. Ist auf jeden Fall riesig groß. Sehr beeindruckend. Wahnsinn. Zur Abwechslung gibt es jetzt hier nochmal was Kleines. Hier so eine Mischung aus Hase und Rehkitz. Einer Mara. Falscher Hase. Oh, habe ich doch gut geschafft. Na toll, ich bin wieder am Wariwald. Also ich muss irgendwie da in Richtung Ausgang kommen. Da ist Ein- und Ausgang, hier ist nur Eingang. Ich weiß nicht, ob man vielleicht da sogar nur rausgehen kann. Ich hoffe, man kommt auch irgendwo anders raus. Ich hoffe, man versteht auch was. Hier haben wir die Kamele, die sich auch ordentlich den Bauch vollschlagen. Aber die sind da auch noch voll mit Winterfell bedeckt. Die Armen. So, und auf dem Weg zum Ausgang habe ich mir natürlich noch mal ein leckeres Softeis geholt. Für 4,70 Euro. Mann, oh Mann. Aber es ist lecker, es kühlt ab und es ist ja Sommer. Die Velociraptoren der heutigen Zeit. Und Stachelschweine gibt es hier selbstverständlich auch. Schön in der Mittagshitze. Hier gibt es auch noch mal einen T-Rex-Kopf, zumindest. Aber auch mit Sound. Ich habe es fast geschafft, Freunde. Boah, kaum vorzustellen, dass es solche großen Hirsche gibt. Aber ich schätze mal, das ist tatsächlich ein Megalocerus, also ein urzeitlicher Hirsch. Weil mit diesem Geweih wird er ja in den heutigen Wäldern total hängen bleiben. Auf Wiedersehen, Triceratops, bis zum nächsten Mal. Auch wenn du dann vielleicht gar nicht mehr da bist. So, das war's mit der Tour. Ab nach Hause. Und damit wären wir auch schon wieder am Ende dieses Videos angelangt. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wenn ihr nach Berlin kommt, kann ich euch einen Besuch im Tierpark nur empfehlen. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.